Ich habe heute übrigens meine Palette geschrottet. Die ist mir vorhin runtergefallen. Es ist kein Lidschatten gebrochen, aber die sind aus dem Ding rausgefallen. Das ist so typisch für mich, ne? Mir ist heute echt alles runtergefallen. Alles. 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 Ob ich meine Lippen extrem übermalt habe? Nein. Hello! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hallo. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Endlich wieder mit einem Make-up-Tutorial. Lange ist es her, ich weiß. Ich hatte bis jetzt noch keine Möglichkeit gehabt, Make-up-Videos zu drehen, weil ich einfach noch nicht so weit war, weil die Wohnung noch so ein bisschen auf dem Kopf stand. Jetzt kann ich endlich wieder. Natürlich ist es für mich zeitlich einfacher, Vlogs zu drehen und so ein Alltagsvideo, weil Make-up-Videos dauern halt einfach immer so lange. Wenn ich arbeite, ist es dann immer schwierig. Da wir ja jetzt alle zu Hause sind, habe ich wieder Zeit und dachte, ich setze mich jetzt auch mal wieder hin. Ich dachte, ich steige ein mit einem ganz natürlichen Look, weil, seien wir mal ehrlich, ich denke, niemand trägt im Moment viel Make-up. Aber ganz ehrlich, jetzt wo ich so komplett fertig geschminkt bin, ist es mal wieder was ganz anderes. Man sieht mal wieder ein bisschen frischer aus. Oh, meine Haare nerven mich. Mann, ey. Ich weiß nicht, wie ich die. Das ist es, ne? Locken. Die liegen, wie sie Bock haben. Es interessiert sie nicht, ob sie mich nerven, ob ich es gerade so nicht möchte. Die wollen einfach liegen, wie sie möchten. Also muss ich sie lassen. Ich würde sagen, wir starten. Aber bevor wir starten, abonniert bitte meinen Kanal. Ich würde mich sehr darüber freuen. Sieht man eigentlich, dass ich das mit meinen Händen die ganze Zeit mache? Nee, ne? Das ist überbelichtet, glaube ich. Egal. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und ein Teil meines Kanals werdet. Starten wir mit dem Video und los geht's. Wir beginnen auch direkt und zwar fangen wir an mit der Base für die Augen. Ich nehme einen ganz normalen Concealer und den Concealer trage ich auf mit einem Synthetikpinsel und anschließend wird das Ganze gesettet mit einem Puder von Charlotte Tilbury, der Airbrush Flawless Powder. Airbrush Flawless Finish Powder, genau. Und ja, ich liebe dieses Puder, das ist sehr, sehr leicht. Und eignet sich perfekt einfach zum Setten. Jetzt nehme ich die Farbe Desert aus der Dazzling Pearl Palette von Hanadi Beauty. Und das wird meine erste Basisfarbe werden. Ich werde mir die Farbe erstmal mit einem Blenderpinsel in die Lidfalte auftragen und schön ausblenden. Das ist jetzt ein sehr, sehr einfacher und leichter Look. Ich wollte wieder mit etwas Schlichtem, Normalem starten. Aber ich werde noch für die nächsten Tage definitiv noch andere Looks schminken. Jetzt nehme ich aus derselben Palette die Farbe Peanut. Das ist ein dunkleres, warmes Braun. Und diese Farbe werde ich mir mit demselben Pinsel im äußeren Winkel auftragen und erstmal schön ausblenden. Und Leute, wundert nicht, ich hatte Musik im Hintergrund laufen und ich habe es einfach gefühlt an dem Tag. Jetzt nehme ich noch mal ein bisschen Desert auf und verblende das. Jetzt nehme ich die Farbe Chocolate Chip. Und ich habe meine Palette fallen lassen und da sind mir die Hälfte der Lidschattenpans rausgefallen, aber es ist nichts passiert. Aber ich war angepisst. Die Farbe Chocolate Chip werde ich jetzt auch im äußeren Winkel auftragen und das Ganze intensivieren, werde es ein bisschen nach innen verblenden und dann nehme ich die braune Schimmerfarbe. Die Farbe Selfish, das ist ein wunderschöner Braunton mit Schimmer drin. Und die Farbe kommt auf mein komplettes Augenlid. Erstmal so auftragen, wie ihr sehen könnt. Schimmerfarben haben meistens sehr, sehr viel Fallout. Und deswegen mache ich meine Foundation erst im Anschluss. Aber um die Farbe zu intensivieren, nehme ich mir ein bisschen Fix Plus oder irgendein Setting Spray und werde mir mein Pinsel an Pinsel ansprühen und das Pigment dann nochmal schön mit dem Setting Spray fixieren auf dem Auge. Das hält dann auch wirklich den ganzen Tag. Und ja, die Farbe, wie ihr sehen könnt, trage ich von vorne bis nach außen hin auf und dann geht es auch weiter.
Jetzt nehme ich die Farbe sage ich schon, die Highlighter-Palette auch von Hanadi Beauty, die Golden Sunrise, und highlighte erstmal ganz schlicht meinen Augenbrauenbogen. Natürlich werden jetzt erstmal die Reste vom Lidschatten weggemacht und ich mache mir hinten auch wieder die schöne saubere Linie am Augenende. Und dann werde ich mir meine Augenpflege nochmal auftragen. Ach so, nee, warte, vorher tun wir noch die Wimpern tuschen. Ich nehme wie immer meine Isle of Extreme Mascara von Essence und wenn dann so ein paar Reste auf die Augen kommen, auf die Lider, dann nehme ich mir gerne so ein Spoolie her. Aber erst, wenn die Mascara getrocknet ist und kratze mir das so ab. Jetzt nehme ich mir dieses Serum von The Ordinary. Das ist extra für Augenringe und für Augenfältchen. Das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Serum unter den Augen. Und ich pflege erstmal meine Augen, bevor ich weitermache. Dann nehme ich mir die Perfect Match Foundation von L'Oreal. Ich liebe sie. Ich liebe sie einfach. Die ist so, so gut. Die ist so schön deckend. Die kann man aber auch sehr, sehr leicht auftragen. Also, und die hält. Und die ist einfach super. Die mattiert, die kann man auch so leicht auftragen, dass es kaum noch etwas aussieht. Ich habe jetzt ein bisschen mehr genommen. Ja, das war ein Falltag bei mir. Ich habe alles fallen lassen. Ich habe alles geschrottet, meinen Spiegel kaputt gemacht. Ja, auf jeden Fall werde ich mir die Foundation jetzt auftragen mit einem Pinsel, wie immer. Und dann nehme ich mir mein LA Girl Pro Conceal. Und das ist erstmal eine dunklere Farbe mit warmen Untertönen, damit die Augenringe schön kaschiert werden. Und da mache ich mir hinten nochmal schön diese Ecke sauber. Ich trage nicht zu viel Produkt auf. Ich mache 2 Concealer immer und dann mache ich die erste Schicht nicht ganz so viel. Das werde ich jetzt erstmal mit dem Beauty Blender ausblenden. Für diese Ecke hinten und für diese Feinarbeiten könnt ihr nochmal so einen ganz kleinen Concealer-Pinsel nehmen, einfach um das Augen-Make-up nicht zu ruinieren. Und dann gehe ich auch nochmal mit dem Beauty Blender schön drüber. Da darf wirklich überhaupt kein Produkt mehr zu sehen sein, sonst sieht das sehr, sehr komisch aus. Jetzt nehme ich mir eine hellere Farbe von LA Girl, den Pro Conceal. Ich glaube, das ist die Farbe Yellow oder Banana, irgendwie sowas. Auf jeden Fall einen Gelbstich, damit es einen schönen Highlight unter den Augen gibt. Und das trage ich mir auch so ein bisschen auf und verteile das dann schön mit dem Beauty Blender. Jetzt kommen wir zum Setting-Prozess. Und dann nehme ich mir jetzt erstmal wieder mein Charlotte Tilbury Powder und sette erstmal ganz, ganz leicht unter den Augen. Und im Anschluss kommt noch ein anderes Puder. Ich habe wieder was fallen lassen. Ein anderes Puder drüber. Jetzt nehme ich mir mein Morphe Powder in der Farbe Banana. Das ist ein Loose Powder und das ist sehr, sehr, sehr gelb. Also bei diesem Produkt muss man sehr aufpassen. Ich habe mir ganz wenig auf meinem Beauty Blender aufgenommen und habe das schön in die Haut reingepresst und schön verteilt. Also dieses Powder ist so gelb, das hinterlässt wirklich dann schon einen gelben Schleier. Entweder ihr mischt es dann mit einem weißen Translucent Powder oder ihr arbeitet wirklich sehr, sehr vorsichtig damit. Und dann werde ich mir nochmal mit demselben Puder, mit einem fluffigen Pinsel, nochmal schön alles abmattieren und die Reste, die dann noch drauf sind, so schön wegpinseln. Natürlich darf die Stirn nicht vergessen. Ich sette eigentlich mein ganzes Gesicht und ich gehe immer mit einer ganz, ganz dünnen Puderschicht drüber. Jetzt nehme ich mir nochmal mein Charlotte Tilbury Puder. Und wie gesagt, das ist so fein und hauchdünn, aber ich muss die Foundation setten und dann nehme ich mir nochmal so einen Foundation-Pinsel und sette damit nochmal ganz leicht, damit eben unser Bronzer dann auch nicht so fleckig wird. Und jetzt sind wir auch schon beim Bronzer. Ich nehme mir meinen Hattie Bronzer mit der Kollaboration von Love. Den gibt es nicht mehr. Aber ich liebe ihn, der ist wunderschön und wie gesagt, ich werde jetzt erstmal mein Gesicht ein bisschen konturieren. Natürlich nicht zu weit reinbringen, die Kontur nur so bis zur Hälfte vom Auge. Und dann schatte ich auch die Nase, das ist immer ein Muss bei einem Full Face bei mir. Im Alltag mache ich das nicht, das dauert immer sehr lange,
Aber wenn ich ein Fullface trage, dann definitiv, weil das bringt einfach das ganze Make-up richtig schön zusammen. Und ja, ich werde erstmal an den Seiten schön konturieren, eine ganz leichte Linie ausblenden und dann ein bisschen auf der Nasenspitze drüber. Das gibt dann so einen süßen, stupsigen Effekt. Jetzt nehme ich mir nochmal Translucent Powder, da nehme ich mir aber einen hellen, auf gar keinen Fall den gelben. Und das ist mein Puder von Ellen Beatrix und werde an den Seiten schön säubern und lasse das auch so sitzen. Und in der Zeit nehme ich mir einen schönen Bronzer her, das passt einfach zu den braunen Lidschatten und benutze das Ganze als Blush. Den habe ich schon lange, ich weiß gar nicht, ob es den überhaupt noch gibt. Das ist ein Sommerprodukt, aber ich liebe ihn als Blush. Und natürlich werde ich auch so ganz leicht an der Stirn auftragen, aber nicht zu viel. Jetzt nehme ich mir erstmal mein Setting Spray von Morphe und damit werde ich jetzt erstmal ein bisschen mein Gesicht fixieren. So verbinden sich schon mal die ganzen Puder mit der Foundation und dann kommen wir zum Highlighten. Ich nehme nochmal die Golden Sunrise Palette von Hanadi Beauty. Ich mische da meistens alle vier Farben zusammen und ja, jetzt highlighte ich erstmal meinen obersten Wangenknochen. Und ja, ihr könnt in meinen fast allen Videos, die ich habe, seit diese Palette rauskam, dass ich die irgendwie im Einsatz hatte, entweder für Augenbrauen oder fürs Gesicht highlighten. Es ist einfach ein wunderschöner Highlighter. Wie ihr sehen könnt, das sieht so toll aus. Und der ist nicht bröselig oder krümelig, der ist einfach nur, der verschmilzt richtig toll. Jetzt werde ich mir mein Baking an der Nase entfernen und gehe nochmal mit dem Beauty Blender drüber, damit die Puderreste nicht so oben drauf sitzen. Und natürlich auch übers ganze Gesicht. Da verschmilzen einfach nochmal die Produkte schön mit der Haut. Jetzt highlighte ich noch meine Nasenspitze ein bisschen, auch mit dem Highlighter und ein bisschen auf dem Nasenrücken. Und das gibt im Endeffekt den stupsigen Effekt an der Nase. Bei der Nase passe ich auch mittlerweile ein bisschen auf, dass ich nicht zu viel Highlighter habe, weil das sieht dann oft sehr, sehr ölig aus. Also wie gesagt, immer nur ganz wenig. Und jetzt spritze ich mein Pencil Brush an, das ist so ein ganz fester Pinsel und ziemlich klein und werde noch den inneren Augenwinkel highlighten, wie ihr sehen könnt. Das ist einfach nur Hammer, dieser Highlighter. Und jetzt nehme ich mir nochmal die braunen Lidschatten, die ich vorher benutzt habe und werde meinen unteren Wimpernkranz erstmal schön verdichten. Mit so einem flachen, festeren Pinsel male ich mir das erstmal so hin und verbinde auch hinten die Ecke, wie ihr sehen könnt, damit ihr da keinen Absatz habt. Und dann nehme ich mir die Farbe Desert und blende unter meinen Augen richtig schön aus. Jetzt kommt der Liquid Lipstick von Hanadi Beauty dran in der Farbe Desert Sand. Und erstmal habe ich mir Lip Liner aufgetragen. Ich muss erstmal prüfen, ob der noch gut ist. Ich habe schon lange keinen mehr benutzt. Und Leute, meine Umrandung von meinen Lippen ist so extrem geworden. Ich sag euch, ich war kurz davor, mich komplett abzuschminken. Ich kam mir so überschminkt vor, aber ich habe es dann einfach gelassen. Ich habe dann noch ein Gloss aufgetragen und das war es auch schon wieder. Es hat mir wieder richtig Spaß gemacht. Das war's mit dem Video. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass euch die kleine Abwechslung gefallen hat. Mein Kanal ist und bleibt auf jeden Fall ein Beauty-Kanal, aber ich denke, es ist auch schön, wenn so ein bisschen Abwechslung reinkommt. Eigentlich sollte die Wohnung ja fertig sein. Jetzt haben wir wieder eine Baustelle wegen einem Rohrbruch. Das könnt ihr euch alles in meinen letzten Videos angucken. Ich werde euch ein paar Vlogs hier oben verlinken. Klickt euch gerne durch meinen Kanal, abonniert meinen Kanal. Ich würde mich sehr darüber freuen und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann wünsche ich euch eine schöne Zeit. Tschüss!